Okay, hallo zu einem neuen Tutorial, dieses Mal Blender. Und was wir gemeinsam tun wollen, ist eine Szene rendern. Die besteht aus einigen Eiswürfeln, einem Glas, in die etwas Flüssigkeit geschüttet wird. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Ganze wollen wir tun mit Blenders neuer Render Engine Cycles. Also schalten wir als erstes hier oben die entsprechende Render Engine ein. Wir benötigen den Default Cube nicht, deswegen können wir den löschen. Wir können ebenfalls löschen hier die Lampe. Und dann wählen wir hier unsere Kamera und gehen in die Frontansicht, indem wir 1 auf der Numpad drücken und hier dann Steuerung, Alt und 0 auf dem Numpad, was die Kamera in eben diese Ansicht setzt. Wir wollen eine andere Fokuslänge haben für unsere Kamera. Wir gehen also bei selektierter Kamera hier auf den Kamerareiter. Ich ziehe das mal etwas breiter. Und hier unter Focal Length stellen wir einfach auf 60 mm. Und was wir noch haben wollen, sind Composition Guides, nämlich Drittel. Und das zeigt uns hier diese Hilfslinien an. Danach brauchen wir die Kamera nur noch in die richtige Position bewegen, also mit G für Grab und Z in die Z-Richtung setzen wir uns unsere Kamera hier hin. Damit hätten wir Kameraposition für unsere Szene komplett. Was wir noch brauchen für unsere Szene ist auf jeden Fall Licht. Und für Licht wollen wir ganz einfach eine Fläche benutzen. Also fügen wir uns ein Mesh hinzu, in dem Fall ein Plane. Aber bevor wir die Fläche für das Licht machen, machen wir zuallererst die Fläche für den Untergrund. Also Add Mesh Plane. Und dieses skalieren wir einfach größer. So dass es, ups, hier unten etwas unterhalb der Kamera herausragt. Das benenne ich mir hier gleich um in Grund und mache mit Shift und D ein Duplikat. Shift und D ein Duplikat der ganzen Sache. Das möchte ich gern in der X-Richtung um 90 Grad gedreht haben. Ich bringe mir hier meine Einstellungsdialog hervor und gehe hier oben auf Rotation X. Und setze auf 90 Grad. So, dann kann ich mit N das Ganze wieder verstecken. Und gehe mal in die Top-Ansicht. Und verschiebe das Ganze ans Ende unserer Fläche. So. Und so sieht dann das Ganze aus der Kameraperspektive wieder aus. Wie gesagt, wir wollen diese Fläche jetzt hier, die ich hier nochmal umbenenne, einfach die 01 löschen, ups, und hier noch hier davor setzen für Hintergrund. Diese Fläche wollen wir gleichzeitig als Lichtquelle benutzen. Dafür gehen wir hier auf den Materialreiter, sagen hier neu, ich sage hier Hintergrund. Und als Shader hier unter Surface wählen wir ganz einfach Emission aus, gehen hier auf Farbe, setzen hier auf pures Weiß und hier bei Strength auf 3. Damit hätten wir unsere Lichtquelle. Wir wollen noch ein Material für unsere Grundfläche, nämlich etwas, was spiegelt. Auch hier auf den Materialreiter. Auf Neu. Ich gebe dem den Namen Grund. Hier wählen wir Glossy als entsprechenden Shader, setzen auch hier auf Pur Weiß und geben dem Ganzen etwas Roughness. Ich denke mal 0,2 sollte genug sein. Wenn wir das Ganze jetzt rendern würden, hätten wir nichts weiter als eine weiße Fläche, denn wir haben hier im Hintergrund ja den Lichtemitter, der
pures weißes Licht emittiert und hier unten die Grundfläche spiegelt das Ganze auch noch. Wir würden also nicht allzu viel sehen. Was wir haben wollen, ist nur, dass im ungefähr im Zentrum dieser Fläche etwas Licht ausgestrahlt wird, das nach außen hingehend immer dunkler wird. Und dafür wähle ich mir wieder diese Fläche aus. Und der Trick bei der ganzen Sache ist, wir geben dieser Fläche ganz einfach noch eine Textur. Und dafür drücken wir hier hinten auf diesen kleinen Punkt und wählen hier Image Textur. Ich öffne mir die Image Textur, die ich mir da schon mal vorbereitet habe. Wie man diese Textur erstellt, das zeige ich ganz am Ende des Tutorials. Das mache ich mit dieses Tutorials mache ich ganz am Ende. Dafür benutze ich nachher Inkscape. Wenn wir das Ganze jetzt rendern würden, wäre das ganze Gegenteil. Wir hätten ein komplett schwarzes Bild. Warum? Weil Cycles von uns immer erwartet, dass wir für Texturen entsprechend eine UV-Map angelegt haben. Haben wir an der Stelle nicht, brauchen wir auch nicht. Wir stellen hier einfach den Vektor auf Generated um und damit haben wir, was wir haben wollen. Wenn wir das Ganze jetzt rendern, haben wir hier unsere Lichtfläche, die ganz im Zentrum weiß ist, nach außen etwas weniger und dann ganz außen schwarz und hier unten unsere spiegelnde Fläche. So soll das Ganze auch aussehen. Und dann können wir schon weitergehen in unserem Tutorial, nämlich indem wir das Glas modellieren. Und dafür fügen wir uns als allererstes wieder ein Mesh hinzu, und zwar diesmal einen Zirkel. Und solange wir den Kreis hier nicht verschoben haben, haben wir hier unten die entsprechenden Einstellungen. Wir stellen sicher, dass hier der Fill Type auf Nothing steht. Die Vertices können wir heruntersetzen auf 16 Vertices. Den Radius können wir so lassen, die Location und Rotation natürlich auch. Und dann können wir weiterarbeiten. Ich blende mir an der Stelle hier, indem ich auf das Augensymbol klicke, Hintergrund und Grund einfach mal aus und wechsle hier die Ansicht, indem ich im Numpad auf die 1 drücke, was mich in den Frontview-Modus bringt. Zoome etwas heran und gehe in den Edit-Mode. Alle Vertices sind ausgewählt. Dann will ich die ganzen einfach nur extrudieren. Ich drücke also E und Z für die Direction und skaliere die etwas nach oben, extrudiere. Das Ganze wiederholen wir nochmal, diesmal etwas weiter, so ungefähr, dass die Länge her ein Whiskyglas sein könnte, und dann skaliere ich das Ganze noch einen ganz kleinen Tick, ungefähr so. Und wenn wir das Ganze jetzt von oben betrachten, haben wir kein Glas, sondern eine Röhre. Wir müssen also hier die unteren Enden schließen. Dafür drücke ich A, um alles zu deselektieren. Jetzt gibt es zwei Methoden, um aus dieser Frontansicht alle Vertices, nämlich die hier vorne sind, als auch die hinteren zu selektieren. Entweder wir gehen hier unten in den sogenannten Raytrace-Mode oder ich bevorzuge hier einfach, wir bleiben im Edit-Mode, indem wir in den Wireframe-Mode gehen. Dann drücken wir B, selektieren hier unten alle Vertices, drücken F für Face und damit hätten wir hier unten ein Face, drücken A, um die Selektion aufzuheben, B, und wiederholen diesen Schritt mit diesen Vertices hier. Und wenn wir jetzt von oben schauen, haben wir hier und auch unten entsprechende Flächen gebildet. Das Ganze sieht ja jetzt noch etwas eckig aus, und um das runder zu machen, benutzen wir ein Modifier. Wir gehen also hier auf das Modifiers Panel und
wählen hier unten Subdivision Surface aus. Das Ganze sieht jetzt etwas strange aus, würde ich sagen. Das macht aber nichts. Wir gehen zurück in den Edit Mode. Ich bringe mir jetzt mit N meine Einstellung hier um wieder hervor. Und da wir hier den mittleren, die mittleren Vertices noch alle selektiert haben und genau hier mit diesem wollen wir arbeiten, brauche ich nicht wieder auszuwählen. Und hier setze ich einfach das Mean Grease auf 0,89 herauf. Hier unten hätte ich nicht gern ganz so starke Abrundung und dafür benutzen wir einen Loop Cut. Und dafür drücken wir einfach STRG R, fügen diesen hinzu, drücken und setzen den dann ganz einfach ziemlich weit nach unten. Das Ganze müssen wir hier oben ebenfalls machen, STRG und R. So, und wenn wir jetzt zurückgehen in den Edit Mode, sehen wir, das Ganze ist schon runter, allerdings eben immer noch mit vielen Faces. Wenn wir hier in den Object Tools auf Smooth drücken, wird das Ganze ganz rund. Allerdings, wie man erkennen kann, haben wir hier ein Problem. Und zwar mit den Normals. Dafür gehen wir einfach zurück in den Edit Mode, drücken A und nochmal A, welches alle Vertices auswählt. Und gehen hier unten auf Normals Recalculate. Und das entfernt dieses Problem. So sieht dann unser Glas aus. Was jetzt noch fehlt, ist etwas Dicke hier in dem Glas. Dafür benutzen wir wieder einen Modifier. Wir gehen also hier ins Modifier-Panel und wählen hier aus Solidify. Und ich gebe dem Ganzen eine Dicke von 0,0,3. So, das dürfte dick genug sein für ein Glas. Damit hätten wir komplett unser Glas, so wie wir es haben wollen. Alles, was noch fehlt, ist das entsprechende Material. Dafür gehen wir also auf den Materialreiter, sagen hier neu. Und ich nenne das auch mal Glas. Und als Shader brauchen wir hier nur Glas wählen. Wir setzen hier wieder die Farbe auf pures Weiß und den einzigen Wert, den wir ändern müssen, hier ist hier unten IOR, was für Index of Refraction steht und nichts anderes bedeutet, wie das Licht gebrochen wird von dem entsprechenden Material. Und hier der Faktor ist einfach 1,52. Und wenn wir das Ganze rendern, haben wir schon ein entsprechendes Glas, sieht doch schon ganz gut aus. So, der nächste Schritt wäre ganz einfach die Eiswürfel. Dafür brauchen wir ein neues Mesh. Was soll das anders sein als ein Cube? Ich gehe jetzt mal wieder in die Frontansicht. Versetze es hier erstmal so. Und so daneben. Und mit S skaliere ich das Ganze in den ungefähren Maßstab. Wenn wir jetzt die ganze Sache betrachten, ich mache mal so N, ist ein Würfel zwar schön glatt hier, beim Eiswürfel wäre das aber weniger so, sondern wir haben hier eher etwas rundliche Kanten und dann sind die auch nicht so ganz straight gerade. Und das machen wir jetzt als nächstes. Und zwar wieder mit Modifiern. Wir könnten hier jetzt ganz einfach den Modifier Bevel wählen, welcher uns die Kanten hier abfräsen würde. Will ich an der Stelle allerdings nicht. Sondern ich wähle hier den Subdivision Surface Modifier und jetzt gehe ich mal zurück in den Front View Mode. Jetzt ist es ja eher eine Kugel
Und das Ganze bekommen wir wieder zurück in Würfelform, indem wir hier Loop Paths hinzufügen, also in den Edit-Modus wechseln. Steuerung R fügt einen entsprechenden Loop Cut hinzu und den ziehen wir etwas hoch. Und das Ganze müssen wir für jede Seite machen. Und wenn wir jetzt schauen, haben wir hier einen Würfel mit eher abgerundeten Flächen. Dann fügen wir auch hier ein, das nächste, was wir tun wollen, ist ganz einfach hier Roughness an die Oberflächen hinzufügen, damit die nicht ganz so gerade wirken. Dafür benutzen wir wieder einen Modifier, und zwar dieses Mal einen Deform-Modifier, und zwar Displace. Und Displace erwartet von uns ganz einfach einen Eingangswert. Deswegen ist hier schon etwas größer geworden. Und wie man hier erkennen kann, kann man dafür eine Textur verwenden. Wir haben allerdings keine Textur, sondern müssen die erst noch erstellen. Dafür gehen wir also einfach auf den Reiter der Textur und können hier schon erkennen, der Blender erwartet von uns hier schon, dass wir für diesen Displays Modifier eine entsprechende Textur erstellen. Wir drücken einfach hier auf New und Clouds Textur ist standardmäßig bereits voreingestellt. Wir brauchen hier nur die entsprechende Größe einstellen. Ich stelle hier einfach auf 0,75. Die Tiefe können wir entsprechend lassen. Dann gehen wir zurück auf das Modifiers Panel. Und wie wir hier erkennen können, wäre das Ganze viel zu stark. Wir drehen einfach nur die Stärke herab auf, sagen wir, 0,2. Und damit hätten wir einen Eiswürfel, so wie er sein soll. Was wir jetzt noch tun müssen, ist ganz einfach hier im Shading auf Smooth gehen und schon verschwinden auch diese klaren, glatten Linien. Damit hätten wir den Eiswürfel gerendert, nicht gerendert, sondern modelliert. Wir brauchen ihm nur ein entsprechendes Material geben, also gehen wir auf den Materialreiter. Gehen hier auf Neue, ich sage hier mal Eis. Als Shader wählen wir hier ebenfalls Glas aus, stellen auch hier auf pures Weiß. Und der Index of Refraction oder IOR unterscheidet sich natürlich von dem unseres Glases. Bei gefrorenem Wasser ist es 1,333. Und wenn wir das Ganze jetzt rendern würden, sieht das Ganze schon ziemlich perfekt aus. Allerdings ist der Eiswürfel eher wie ein Würfel als Glas, nicht wie ein Eiswürfel. In einem Eiswürfel befinden sich kleine Luftblasen, Lufteinschlüsse und ähnliches, und die wollen wir als nächstes hinzufügen. Dafür wollen wir ein Partikelsystem benutzen, und für ein Partikelsystem brauchen wir einen Emitter. Ich wechsle jetzt mal die Ansicht wieder in die Frontansicht, und als Emitter möchte ich eine Fläche wieder benutzen. Füge mir also hier Add Mesh Plane eine entsprechende hinzu. Verschiebe die hier und hole mir diese zentriert in die Ansicht und skaliere die etwas in der Größe, so dass sie in unseren Eiswürfel passt. Jetzt schalte ich mir das Ganze mal in den Wireframe-Modus und verschiebe das hier in der Z-Direktion.
damit hätten wir unseren Emitter für unsere Particles. Wenn wir jetzt allerdings, so wie er ist, die Particle emittieren würden, wäre das relativ gleichmäßig, weil ich gehe jetzt mal in eine andere Ansicht und gehe mal hier in den Edit Mode. Wir haben nur ein Face oder vier Vertices, wir brauchen allerdings mehr. Das heißt, wir werden diese Fläche jetzt mehrfach unterteilen, indem wir hier auf Subdivide gehen und dann können wir hier die Number of Cuts einfach hochdrehen bis, sag mal 10, ja 10, machen wir lieber 15. Hier kann man allerdings nur drücken bis 10, für mehr muss man einfach eingeben, das reicht. Und dann stellen wir hier Proportional Editing ein und nachdem wir das eingestellt haben, können wir hier den Typ wählen und zwar stellen wir da auf Random, drücken A, um alle Vertices zu deselektieren, wählen uns einen Vertice aus, ich gehe jetzt wieder in den Front Mode und drücken G und dann verschiebe ich den einfach nach oben. Zack. Und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir hier jetzt eine ungleichmäßig aussehende Fläche und diese soll unsere Luftblasen, die im Eiswürfel enthalten sind, emittieren. Was wir jetzt brauchen, ist ganz einfach, was emittiert werden soll. Dafür gehe ich zurück in den Object Mode und gehe hier auf einen anderen Layer. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen zurückschalten in der Geschwindigkeit. Weil mein Screencast-Tool hier unten macht mich vollkommen wirre, dass es zu viel Ressourcen braucht. Wir werden hier auf dieser Ebene ganz einfach die Sachen erstellen, die wir als Luftblasen verwenden. Dafür fügen wir uns ganz einfach ein weiteres Mesh hinzu, diesmal ein Icosphere. Und das können wir kleiner skalieren. Und ich hole mir das mit der Komma-Taste auf dem Numpad in die Frontansicht. Davon mache ich mir gleich ein Duplikat. Und gleich X drücken, um es zu verschieben in der X-Richtung. Und dann skaliere ich das nur in der X-Richtung. Dann machen wir ruhig noch eins. Ich hätte jetzt also drei verschiedene Formen von diesen Luftblasen. Ich gehe mal hier aus dem Wireframe-Modus wieder raus in Solid. Was wir dem geben müssen, ist einfach nur ein Material. Und hier können wir ganz einfach das Material Eis wählen. Das müssen wir für alle drei tun. Und dann diese drei Objekte nur zu einer Gruppe zusammenfassen. Dafür müssen wir alle auswählen. Ich drücke also Shift und die rechte Maustaste und dann Steuerung und G für Gruppe. Und dann können wir hier auch gleich den Gruppennamen ändern. Blasen. So. Damit hätten wir die entsprechenden Objekte für unseren Emitter- und Partikelsystem ebenfalls erstellen. Wir können also zurückgehen auf die erste Ebene. Jetzt gehe ich mal wieder in den Wireframe-Mode, wähle mir hier die Plane aus und zentriere die. So, diesem fügen wir jetzt einfach ein Particle-System hinzu, indem wir hier auf den Reiter für Particles gehen, Plus drücken, um ein neues hinzuzufügen. So, Blasen, hier unten muss ich das leider nochmal eingeben, Blasen. Als Emitter-Type wählen wir ganz einfach
Hair aus, also Haare. Sieht erstmal ein bisschen wild aus. Wir gehen einfach hier unten in den Abschnitt Render und wählen hier Group. Sieht schon ganz anders aus. Und dann wählen wir hier ganz einfach unsere Blasen aus. Und schon kann man sehen, sind hier die entsprechenden Blasen dargestellt. Im Render-Abschnitt ändern wir noch Emitter. Wir deselektieren das einfach. Das heißt, dieser Emitter wird nicht mitgerendert. Wir stellen hier ein Pick Random und das bewirkt, dass aus dieser Gruppe zufällig ausgewählt wird ein Objekt. Und dann wählen wir hier noch Rotation. Das heißt, werden die einzelnen Objekte auch noch rotiert. Man kann das hier erkennen. Und dann ziehen wir hier einfach Random Size bis auf 1 hoch. Und ich glaube, hier meine Größe kann etwas größer sein. Ja, ungefähr so. Und wenn wir jetzt das Ganze rendern, haben wir Luftblasen in unserem Eiswürfel. Es sieht schon wesentlich besser aus. Wir können jetzt, ich gehe einfach in die Top-Ansicht, noch unser Würfel hinzuselektieren, indem wir Shift drücken und rechte Maustaste, Shift und D und dann X dazu, um das Ganze in der X-Direction zu verschieben. Das Ganze wiederhole ich nochmal und X. Und jetzt gleich nochmal Trip Y, Y-Direction etwas verschieben. Und dann gleich R, um das Ganze zu rotieren etwas. Drücke A. Das Ganze müssen wir mit diesem ebenfalls noch tun. R. Diesen rotiere ich in diese Richtung etwas. Und diesen in die entgegengesetzte, in etwas so. Gucken uns das Ganze aus der Kameraperspektive an. Ist nicht so toll. Ich selektiere mir mal beide Würfel und bringe die etwas näher ans Glas. Und verschiebe mal meine Kamera noch etwas. Ja, in etwa so. Und so sieht das Ganze dann gerendert aus. Ja, nahezu perfekt. Was ich noch haben möchte, ist, dass dieser Eiswürfel hier links etwas geschmolzen aussieht. Dafür gehe ich einfach mal hier in der Ansicht aus, raus. Ich wähle mir hier unseren Emitter und skaliere den kleiner. Und wenn ich das Ganze aus der Frontansicht und versetze den etwas nach links. So, wenn wir jetzt diesen Eiswürfel etwas schmelzen möchten. Wie tun wir das? Wir nehmen dafür einfach die Sculpting Tools. Für Sculpting Tools benötigen wir allerdings mehr Meshes, als wir hier haben. Im Wireframe-Modus sieht das jetzt so aus, als hätten wir hier eine Menge. Wenn wir allerdings in den Edit-Mode gehen, sehen wir, wir haben nur ganz wenige. Ich gehe mal zurück. Wir wenden hier ganz einfach die Modifier an. Ich setze das mal ein bisschen höher. Ja. Und anwenden, anwenden. So, und wenn wir jetzt mal auf den Solid Mode gehen und jetzt in den Sculpt Mode, können wir die Sculpt Tools anwenden. Wir wählen hier als Brush diesen F-Brush und setzen diesen zu Subtract. Der Radius ist ein bisschen zu groß wahrscheinlich.
Ich verschiebe nur die ganze Ansicht mal ein bisschen. Zack. So. Und dann können wir hier einfach etwas herausarbeiten. Okay, ich denke mal, das reicht. Das Ganze klette ich jetzt noch ein bisschen, indem ich hier Smooth wähle. Und jetzt kann ich noch ein bisschen größer machen. So, das reicht. Ich denke mal, ungefähr ist das verstanden. Was wir jetzt noch haben wollen, ist ganz einfach, da wo etwas geschmolzen ist, sollte auch etwas Wasser sein. Ebenfalls bei denen, weil die ja sofort etwas anschmelzen. Dafür gehe ich mal in den Top-Modus. Und wähle mir diese Ansicht in etwa. Dafür brauche ich eine weitere Fläche. Add Mesh Plane. Und diese skaliere ich einfach erstmal in die X-Richtung, bloß größer. Das dürfte reichen. Setze die. Und jetzt skaliere ich die noch. Nee, erstmal durch die verschiedenen. Vielleicht besser. Nochmal in die Y-Richtung. Ups. So ungefähr dürfte das reichen. Und auch diese wollen wir mit den Sculpen-Tools bearbeiten. Auch hier haben wir das Problem, dass wir viel zu wenig Meshes haben. Deswegen Subdivide. Und hier setze ich mal auf 35 vielleicht. Dann können wir ruhig 40 machen. So. Jetzt schalte ich mal meine Grundfläche wieder ein. Und das Ganze liegt jetzt überhalb der Grundfläche, was wir gar nicht gebrauchen können. Deswegen gehe ich hier in den Front View Mode, gehe hier in den Object Mode und versetze das mit ein klein wenig nach unten. Ungefähr so. Dann gehe ich wieder in Top View und gehe einfach in den Sculpt Mode und wähle mir hier wieder F-Brush aus. Diesmal stelle ich einfach um auf Add. Das ist groß wahrscheinlich. Ja, geht. Und dann geht das hier los. Da steht immer noch auf Subtract, sowas. Ja, hier wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Jetzt hier kommt es. So ungefähr. Man weiß, wie lange das dauert hier. Dank meines Subtract. Ja. Das wird eine ganze Weile dauern. Okay. Ich denke mal, es dürfte klar sein, wie das Ganze geht.
das Ganze brauchen wir jetzt bloß noch hier im Shading auf Smooth stellen. Damit wird es entsprechend glatt und ein entsprechendes Material geben. Dreimal darf man raten, es ist genau Eis. Wasser unterscheidet sich zu Eis nur und ein paar wenige Zahlen hier hinten, so dass das jetzt bereits, wenn wir es rendern würden, optimal aussehen würden. Wir rendern das an der Stelle mal. Und wir sehen hier unsere Flüssigkeit. Als nächstes wollen wir hier unseren Whisky hinzufügen und dafür benutzen wir eine Fluid Simulation, also eine physikalische Simulation. Dafür brauchen wir als allererstes ein Domain-Objekt und dafür fügen wir uns ein weiteres Mesh hinzu, Mesh Cube. Und das Ganze mache ich im Wireframe-Mode und aus der Kameraperspektive. Ich skaliere diesen Würfel ganz einfach als allererstes. Und dann bringe ich den hier hoch. So dürfte das Ganze schon reichen. Das ist das Domain-Objekt. Und wir gehen einfach auf unseren Physics Writer hier und sagen hier Fluid und wählen natürlich Domain. Und dann kann man hier schon mal sehen, ich habe schon mit dem Flüssigkeitssimulator gespielt und wir wählen hier unten ganz einfach mal einen anderen Ordner. Auch hier kann man sehen, bei mir ist der Ordner noch gefüllt, deswegen leer stehen jetzt an der Stelle erstmal Dokuments. Zack. So, die meisten Einstellungen für die Fluid-Simulation sind mit dem Domain-Objekt zu machen. Wir haben hier einfach mal die Anzeige, wie groß der benötigte Speicher ist. Die Resolution würde ich jetzt hier für den Screencast so lassen, weil sonst dauert das noch länger als ohnehin. Für das finale Produkt würde ich das dann auf, sagen wir, 180 oder 200 hochsetzen. Was wir auf jeden Fall ändern müssen, ist hier die Zeit. Und zwar würde jetzt die Simulation 4 Sekunden dauern. 4 Sekunden von hier oben den Whisky in das Glas zu füllen, wäre viel zu lang. Deswegen setzen wir es herab auf 1 Sekunde. Wir haben allerdings, wenn wir jetzt backen würden, würde er für 10 Sekunden Bilder backen. Nämlich das Einfüllen in das Glas und dann, wie sich die Flüssigkeit hier noch ausschaukelt, das brauchen wir an der Stelle nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier unten 250 Frames haben, 25 Frames pro Sekunde, also brauchen wir plus 25 Frames. Speed können wir so lassen. Dann Fluid Vault. Haben wir hier die Größe der realen Welt. Wenn man berechnet, das Glas hier ist ungefähr 5 cm und es geht vielleicht dreimal hier rein, sind das also 15 cm und nicht 50, also 0,15. Dann Fluid Boundary, drehe ich hier die Subdivisions auf 2 herauf und Remove Air Bubbles lassen wir an und dann Generate Particles auf 0,200 und dann Tracer Particles auf 1 setzen. Das sind alle die Einstellungen fürs Domain-Objekt. Was benötigen wir noch, ist ein Inflow-Objekt. Dafür fügen wir ein weiteres Mesh hinzu, dieses Mal eine UV-Sphere. Dieses skaliere ich etwas kleiner, ungefähr so, und hoch mit ihr und rüber mit ihr.
Auch diese fügen wir natürlich zur Fluid-Simulation hinzu, stellen hier unter Fluid auf Inflow, also wo die Flüssigkeit herkommt. Und wenn wir das Ganze jetzt backen würden, würde Folgendes passieren. Die Flüssigkeit würde sich physikalisch korrekt verhalten und von oben nach unten fallen. Wir brauchen sie aber so etwas hier in dieses Glas herübergehen. Dafür müssen wir also hier die Inflow Velocity verändern, und zwar in die X-Richtung. Das Ganze ist jetzt hier ein klein wenig raten, wie viel das sein sollte. Ich denke mal 0,2 sollte es sein. Das werden wir gleich sehen beim Backen. Was wir jetzt noch machen würden, die Flüssigkeit oder machen müssen, ist ein weiteres Objekt der Simulation hinzufügen. Denn was jetzt passieren würde, ist, die Flüssigkeit würde zwar hier nach X fließen, aber hätte keinerlei Widerstand als das Domain-Objekt, würde also hier bis ans Ende fließen und hier unten dann irgendwo sich in der Ecke sammeln oder so ähnlich. Wir müssen also das Glas ebenfalls der Flüssigkeitssimulation hinzufügen. Deswegen wählen wir das Glas, gehen hier auf Fluid und sagen Obstacle. Und im Obstacle wählen wir Shell. Und das war's dann schon. Wir können dann das Domain-Objekt wählen und hier einfach mal auf Big drücken. Dann fängt hier oben an unsere Flüssigkeitssimulation entsprechende Dateien zu erstellen. Und wenn ich mal hier ein paar Bilder weitergehe, sehen wir, 0,2 reicht nicht. Okay, also nochmal das Ganze. Und hier alles löschen. Ich denke mal, es ist eher 0,250. Na, das ist zu viel. 0,25. So. Und Domain-Objekt auswählen und Big. Bild 6 reicht. Ich breche die Bug-Situation oder Fluid-Simulation an der Stelle ab, weil ungefähr das ist das, was ich wollte. Das reicht mir an der Stelle. Es kann sein, dass diese Flüssigkeit etwas übers Glas hinausragt. An der Stelle sollte man einfach mal ein Proberendern machen, weil man das aus der Perspektive schlecht erkennt, und wir sehen, es ist hier der Fall. Warum das so ist, ist für mich immer noch ein Rätsel. Wir gehen mal in die Top-Perspektive und dann ganz einfach skaliere ich das Ganze, so dass es passt. Verschiebe das Ganze. Ich kann es ruhig wieder skalieren. Ups, das war zu viel. Okay, und wie sieht das Ganze aus der Kameraperspektive aus? Müssen wir das Ganze nämlich wieder nach unten versetzen. So, was wir jetzt einfach noch machen müssen, ist der Flüssigkeit ein entsprechendes Material geben. Also auf den Materialreiter, und ich nenne das mal hier Whisky. Und das soll auch ein Glass-Shader sein. Und als Farbe setze ich zuerst auf Pure Weiß und dann, sagen wir mal ungefähr so, dieses ganz leichte Gelb. Das wird im finalen Rendering etwas stärker, weil dann ja das Licht hinzukommt. Und als Index of Refraction ist der Index of Refraction für Whisky ist 1,356, wenn ich mich recht erinnere. Und dann rendern wir das Ganze mal. Das könnte etwas brauner sein. Äh,
Aber ich denke mal, man kann erkennen, wie es funktioniert. An der Stelle denke ich mal, ist das Tutorial erstmal für Blender schon mal beendet. Wer sich fragt, wie hier unten dieses Kriseln oder dieses Rauschen entfernt wird, das ist ganz einfach in den Rendereinstellungen hier vorne zu finden. Wenn wir hier unten unter Sampling die Render-Samples, die hier bloß auf 10 stehen, ganz einfach heraufsetzen. Ich denke mal 256 oder um die Dreh herum ist ein Wert, mit dem man schon ganz gute Ergebnisse erzielt. Und dann schließe ich hier an der Stelle das Tutorial für Blender schon mal und zeige noch ganz schnell mit Inkscape, wie ich hier die Hintergrundfläche erzeugt habe. Ich mache mir an der Stelle mal hier Inkscape auf. Und das Ganze ist keine große Zauberei. Ich stelle mir ganz einfach hier die Dokumenteneinstellung auf ein Rechteck. Ich nehme hier an der Stelle mal 1000 mal 1000 Pixel. Den Randschatten blende ich mir raus und den Rand lasse ich mir im Vordergrund anzeigen. Und dann zeichne ich hier einfach ein Rechteck, welches überall hinausgeht, über die Kanten. Und setze den Wert einfach hier auf Schwarz, wähle mir das Kreiswerkzeug und drücke die Steuerungstaste und erstelle mir hier einen Kreis. Gebe den als Füllung die Farbe Weiß. Wähle hier das alleine Distribute-Werkzeug, stelle hier auf Relativ zur Seite und sage hier horizontal und vertikal zentrieren. Dann gehe ich hier aufs Farbverlauf-Werkzeug, aktiviere hier einen radialen Farbverlauf, doppelklicken und hier für die Außenpunkte wähle ich hier ein helles Orange oder ganz helles Braun und dann gebe ich dem Ganzen einfach nur noch Unschärfe. Ungefähr so. Und dann exportiere ich das Ganze einfach hier die Seite und das war die ganze Zaubershow. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.